Hallo liebe Zuseher, willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe für jetzt zwei größere Punkte. Der erste ist, es gibt ein neues Getränk, mehr oder weniger. Und der zweite ist, ich werde noch ein bisschen was über mein Auto erzählen. Ich habe jetzt hier gerade kein Foto, aber das vorige Video zeigt das Auto ja ganz eindrucksvoll in dem Sinn. Ja, lege ich mit dem Punkt 1 los, dem Getränk hier. Das nennt sich Flying Power Energy Shot. Es ist so, dass es gibt ja das Flying Power, das sieht etwa so aus. Das ist eine Sonderausführung davon, normalerweise ist es eben so rot-silber und dementsprechend ist eben auch dieses Getränk hier gehalten. 133 Milligramm auf 100 Milliliter und bei dem Burn Shot wären das hier 80 Milligramm auf 50 Milliliter, also 160. Ja, keine Ahnung. Mal sehen, wie es schmeckt. So sieht es jedenfalls aus. Farbe, man sieht das hier von unten ein bisschen durchschimmern. So gelblich halt. Wahrscheinlich so ähnlich wie der Red Bull Shot. Mal schauen, wie ich das am sinnvollsten öffne. Aha, interessanter Schraubverschluss. Der sieht das so aus. Ja, es war schon relativ spät, 22.20 Uhr, aber ich denke mal, ich werde das jetzt noch trinken. Eigentlich gar nicht so süß, wie ich es gedacht hätte. Vielleicht sogar leicht säuerlich. Gar nicht so süß. Ja, natürlich ohne Kohlensäure, wie bereits die anderen Shots. Ja, zunächst will ich noch ein paar Fragen beantworten aus den Kommentaren, die mir geschrieben wurden. Also zu einem einmal, ich frage mich auch um das Sprit, also jetzt in dem Fall der Benzin, in Österreich doch ein Stück günstiger als in Deutschland. Da habe ich hier einige Kommentare bekommen. Dann hat sich einer gewundert, warum eben 30 Liter auf 100 Kilometer am Bordcomputer angeschrieben war. Naja, das war natürlich daher, dass ich da gerade mal 100 Meter von der Tankstelle gefahren bin und der Motor halt relativ kalt war. Und dann bin ich eben noch bei der Ampel gestanden, wo natürlich der Verbrauch pro 100 Kilometer noch mehr wird, weil ich ja stehe, aber trotzdem was verbrauche. Also gut, das so viel dazu, damit das alle verstehen. Der Kameramann ist echt leibend. Ja, werde ich ihm ausrichten. So, auf die Frage, bist du schon 18? Brauche ich ja wahrscheinlich nicht antworten. So, dann finanziell wurde mir eigentlich nicht geholfen. Also der Händler hat mir in dem Sinn geholfen, indem ich einen guten Preis bekommen habe. Aber aus der Familie oder so, ja, ich meine, ich hatte Geburtstag, daher haben ein paar Leute mir ein bisschen was zugesteckt, aber großteils habe ich auf das Auto schon gespart und eben daher bis zu diesem Tag eigentlich auf jede Menge Luxus verzichtet und eben gerade mal ein Auto gefahren, aber mehr war es eben auch schon nicht. Ja, einer meint, das Auto wäre ihm zu dick. Da weiß ich jetzt nicht, meint er dick im Sinne von hoch oder von breit. Ich werde die Maße gleich vorlesen. Herzlichen Glückwunsch, Warum ich mir nicht einen gebrauchten Audi A4 genommen habe? Naja, mit gebrauchten Autos ist halt so eine Sache. Ich meine, natürlich ein neues Auto wird auch nicht immer perfekt sein, aber ich denke mal, dass durchaus die ich jetzt bei dem neuen Auto auf jeden Fall einmal lange Zeit nichts zu tun habe bezüglich Reparatur, Rost, sonstigen Spielereien, irgendwelche Sensoren, die defekt werden oder so. Ja, dann schreibt einer schönes Auto. Bei dem Preis macht Tanken absolut keinen Spaß. Genau, und dann meint einer, warum ich mir Geld Sorgen mache wegen dem alten Auto und dann plötzlich kaufe ich mir ein neues Auto. Naja, wie schon aus dem genannten Punkt, wenn ich jetzt
500 für 500 Euro in das alte Auto reinblase, sozusagen, oder in irgendwelche Teile, die dann wieder verschlissen werden oder defekt sind oder durchbrennen oder weiß ich nicht, ist natürlich schade um das Geld, weil das Auto fahre ich dann vielleicht noch ein Jahr, bis ich halt irgendwo anders ein gutes Angebot bekomme, und dann habe ich die vielleicht 1000, 1500 Euro umsonst bezahlt. Und daher bin ich jetzt eben eh 2 Jahre mit dem Auto gefahren, in Wirklichkeit sozusagen unfallfrei und ohne größere Probleme, auch im Winter nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, und trotzdem, aber irgendwann, ich meine, jetzt ist es eben 18 Jahre alt, wahrscheinlich bald 19, und daher sind die Teile halt so alt und die Technik und die Teile ermüdet. Na gut, so viel dazu. Ich muss schauen, dass ich mit der Zeit weiterkomme. Ja, also wie gesagt, ich habe die 95 PS Variante. 0 auf 100 in 13,9 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 178. Monatliche Gesamtkosten 424 Euro. Interessant. Gut, das ist da vom ADAC so eine Ausrechnung, aber ich wollte eigentlich nur ein paar Fakten raussuchen. Okay, das ist jetzt ein anderer Motor. Also Fünfgangschaltung, Scheibenbremsen, Wendekreis, Bremsweg aus 100 km/h sind 32,2 Meter. Ja, und jetzt die Länge, Breite, Höhe. Die Länge ist 4078 mm, also 4 Meter und 7, also eigentlich 8 cm. Breite 1,766 Meter. Wenn man nimmt die Fahrspur, also LKW hat in Österreich maximal 2,50 Meter. Ist das ja wirklich ziemlich schmal. Und die Höhe ist 1,631 Meter. Dachlast, Tankinhalt 50 Liter. Die meinen hier eine Reichweite von 680 Kilometer. Mein Bordcomputer schreibt derzeit 500 Kilometer. Aber das weiß ich nicht, ob ich das noch übertreffen werde. Schauen wir mal. Wie gesagt, beim nächsten Tanken werde ich den Tageskilometerzähler ja sehen und dann kann ich ja schauen, wie viel ich gefahren bin. Ja, eben warum ich gerade das Auto genommen habe. Ich finde, also es ist nicht so, dass ich das von heute auf morgen entschieden habe. Ich habe wirklich relativ lange überlegt, was ich haben will, was mir vom Innenleben und vom Außen taugt. Und irgend so ein Zweisitzer oder ein sportlicher Zweisitzer ist mir halt irgendwie, da komme ich mir vor wie in einer Nussschale. Das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, zu klein. Ich möchte einfach bequem irgendwas einladen können oder bequem auf die Rücksitzbank was stellen können oder wie gesagt, also ich habe verglichen, der C3 ohne Picasso in dem Sinn ist nur 14 cm kürzer. Und ich meine, ich weiß nicht, 14 cm, das ist ja nicht einmal, keine Ahnung, also ich habe jetzt kein Maßband, aber das ist eigentlich eh fast nichts. Ja, also so viel dazu. Dann, heute habe ich sozusagen den ersten Außendienst damit gemacht, also ich bin zuerst in die Arbeit gefahren. Und dann hatten wir noch eine Firmenfeier mit freiwilliger Anwesenheitspflicht. Und die hat stattgefunden in Wien, im dritten Bezirk, also eher in der Stadt drinnen. Und da hat sich eigentlich schon alles bewährt, also der Parksensor hat sich ganz gut gemacht und natürlich die Servolenkung sowieso. Und was auch, also besonders eben jetzt dann beim bisschen in der Stadt fahren auffällt, dass man wirklich angenehm hoch sitzt. Also ich habe, wie gesagt, natürlich den Sitz ganz raufgestellt. Ja, und selbst wenn der Sitz ganz raufgestellt ist, kann mein Kameramann, und das ist ein relativ großer Kerl, immer noch sitzen und hat immer noch oben so ein bisschen Platz, obwohl der Sitz schon ganz oben ist. Also es ist innen wirklich schön hoch. Und eben, wenn ich jetzt den Sitz ganz oben habe und drin sitze,
ist es eigentlich fast so, dass wenn jetzt ein Auto ein Stückchen vor mir fährt, ich mit dessen Autodach in einer Augenhöhe bin. Also meine Augen sind ungefähr auf der Höhe vom Autodach. So kommt es mir derzeit vor. Ich meine, klar, auch nicht von jedem Auto, aber von den kleineren halt. Und was halt schon angenehm ist, weil dann sehe ich ein bisschen das also die Verkehrssituation weiter vorne und sehe auch vielleicht leicht um die Kurve oder an den anderen Autos vorbei. Das finde ich ganz praktisch. Also man fühlt sich so quasi ein bisschen wie in einem kleinen Bus oder so. Also ein Kleinbus halt. Obwohl man eben nicht vergessen darf, dass es außen eigentlich ganz kurz ist. Also ich habe eh dann schon zwei Situationen gehabt, wo ich mehr oder weniger eng um die Kurve fahren musste und mir einerseits gedacht habe, naja, das ist schon echt schlimm eng, und andererseits eben gedacht habe, es geht sich aus, und dieses es geht sich aus hat halt dann innerlich gewonnen, und ich bin dann wirklich dort noch rausgekommen, ohne noch einmal zurück und vorzufahren, und es ist sich auch ausgegangen. Ich habe heute die Stoßstange kontrolliert, da ist wirklich nichts abgeschliffen derzeit. Das war eben einmal in der Garage, da musste ich relativ eng um die Kurve fahren, und eben halt beim Ausparken, da habe ich auch eben so geschaut, naja, es ist eng, aber es wird sich ausgehen, habe ich halt ganz eingeschlagen und bin rausgefahren, ohne Probleme. Also wie gesagt, die Außenmaße sind wirklich klein, innen ist es, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass Citroën selbst dazu Spacebox sagt, also wie kann man das übersetzen, Raumbox, ist eigentlich blöd. Ja, sonst sollten noch irgendwelche Fragen sein. Einfach einen Kommentar schreiben. Es werden sicher Videos dazu folgen. Vielleicht ein MacDrive-Video oder vielleicht ein Video, wo ich eine Stadtrundfahrt mache oder irgendwie, wie auch immer. Und bezüglich dem anderen Auto, dem alten Auto, nicht dem Trabi, sondern dem anderen alten, das ist wieder aus der Werkstatt heraus, und da war irgendein Sensor beim Ansaugrohr oder Ansaugsensor, keine Ahnung wie das Teil heißt, ein Defekt und irgendwie der Kontakt schlecht. Das hat die Werkstatt erneuert und meint, den kann ich jetzt schon wieder abholen. Also den werde ich dann abholen, einmal mit Vorsicht genießen, ob der Motor eh nicht abstirbt, und werde dann die Musikanlage ausbauen und noch ein, zwei, drei, ich glaube, ich habe so kleine Kofferraumtaschen drinnen, die nehme ich noch raus. Und dann werde ich den Wagen meinem Vater wieder zurückgeben. Und ja. Also dieses eine Teil, was ich da letztens gesucht habe, ist gar nicht nötig. Das war von der anderen Werkstatt eine Fehldiagnose. Da werde ich denen eh noch vorbeischauen und denen das sagen, dass das nicht richtig war, was die eigentlich gesagt haben. Kann wohl sein, dass sie es nicht besser gewusst haben, aber dann haben sie halt eine Fehldiagnose gemacht. Na gut, sonst eigentlich war es das schon. Ah ja, noch ganz kurz, Kosten, die jetzt auf mich zukommen werden. Ich werde Winterreifen brauchen. Das sind 195/55R16T. Ich mag jetzt nicht genau erklären, was die ganzen Zahlen bedeuten, aber das hat irgendwas mit den Reifen, Dimensionen, Höchstgeschwindigkeit und so weiter zu tun. Winterreifen werde ich brauchen, dann was ich brauchen werde, ist eben die Verkabelung für die Bassbox, die ich dann drinnen haben werde, und die eventuellen Navigationskarten-Update, weil jetzt ein, zwei Autobahnen noch gar nicht drinnen sind, und muss ich dann schauen, ob es überhaupt ein neueres gibt, und vielleicht beim Händler mal nachfragen, ob der da irgendwas auftreiben kann. Und eventuell, was auch vielleicht ganz angenehm wäre, für den rechten Arm eine Armlehne in der Mitte, also zwischen den beiden, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. So eine Armlehne gibt es standardmäßig, glaube ich, als Zubehör nicht. Gibt wohl ein paar Nachbauten, die man da verwenden kann. Muss ich schauen, was es kostet, muss ich schauen, was der Einbau kostet, und dann halt überlegen, ob es mir das wert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, für längere Strecken, also was heißt länger, ja, ich meine, man kann sagen, ab einer Stunde zahlt sich's aus oder wie auch immer. Ja, das werde ich mal noch überlegen, ob ich das haben will. Ja, sonst wünsche ich allen eine gute Nacht. Macht's gut, bis bald, Pülli out.